Muss er noch ein Spiel nachtragen, sehe ich gerade. Bitte denk dran, ist auswärts. Deswegen. Geht schon offensiv voran, also der 0-2-1. Der wollte schon wieder loslegen. Ins Spiel starten hier. Verlässt mich glatt die Stimme. Schade. Jawohl. Aufnahme läuft, alles gut. Wir sind drin in der Partie Anders gegen Impact. Impact will seinen Spielstil nicht verändern. Das bedeutet Offensivpower von beiden Seiten. Von beiden Seiten Offensivpower. Das ist, glaube ich, die beste Situation, die man sich wünschen kann. Sieht man schon. Oh ja. Wie schnell nach vorne. Das ist aber auch. Oh ja, schon. Ja, da ist die Möglichkeit für Anders. Schade. Er ist abgelaufen. Aber da sieht man auch, wie unterschiedlich der Modus ist von 90er und Ultimate Team. Im 90er Modus kann man eher auf Ballbesitz spielen als im Ultimate Team Modus, finde ich. Ja, weil du halt im Ultimate Team mehr Möglichkeiten hast, auch dann entsprechend Druck zu machen. Ja. Was aber auch für die Spieler, die damit nicht klarkommen, ziemlich ätzend ist. Also ich merke auch, dass ich, wenn ich so einen Gegner wie Anders hätte oder habe, ganz eklig. Wenn er die ganze Zeit presst, die ganze Zeit Druck macht, dann ist das natürlich für den Gegner schwierig. Und Anders, ja, man sieht das an seiner Reaktion, selbst wenn dieser eine Treffer gerade nicht reingeht, dann ärgert er sich darüber. Jetzt vielleicht die Möglichkeit, den durchzustecken, der kommt aber nicht durch, er kommt fast nochmal an den zweiten Ball. Der Rebound, den aber Spieler gewechselt bekommt. Ja. Impact wechselt. Aber es geht schön links, rechts auf dem Platz. Oh, da muss Anders aufpassen. Und Schauner kommt da nicht mehr ran. Das ist für Anders etwas, was er nicht mag. Gegentore. Egal. Leveling 1-0, 24. Spielminute. Jetzt muss es weitergehen. Ah, dann aber eben auch mit ein bisschen Ruhe. Anders direkt nach vorne. Und der Keeper ist noch dran. Aber dieser Ball einfach von Anders war schon wieder richtig stark. Jetzt auf den ersten Pfosten. Dann trifft er, oder trifft's grün, aber der Keeper ist da. Das ist ein wilder Start hier. Von beiden. Aber Offensivfußball, da sind wir doch mit dabei. Das sehen wir gerne. Anders, auch der Pass. Wieder gut. Jetzt stark. Schön auf den zweiten. Drin ist er. Stark. 33. Spielminute, Ibrahimi. Starkes Tor. Ausgleich.
Gut abgefangen. Dann spielt er den kurz, kriegt den fast sogar auch noch. Kein Abseits. Kein Abseits. 38. Spielminute. Da würde ich gern nochmal drüber schauen. Wer da das Abseits aufgehoben hat. Aber im Unterschied zu der Partie gegen Yannick Bederke können wir schon mal festhalten, hier fallen wirklich mehr Tore. In den ersten 45 Minuten deutlich mehr Bewegung drin. Wieder im Rausch der Gefühle anders. Positiver wie negativer Natur, kommt nicht durch auf außen. Kommt da allgemein auch mit dem Dribbling nicht weiter weg. Aufpassen. Hat er. Hat er. Der Blick zu Gaucho, der ihn hier ersatzweise quasi coacht. Zur Seite steht. 45 Minuten sind vorbei. Anders Reaktion ist ganz klar Unzufriedenheit. Versteht es nicht, warum er hier nicht mehr draus machen kann. Führt mit zwei Chancen. Das ist die zweite. Also wie gesagt, ich würde bei der zweiten gerne nochmal sehen, ob das kein Abseits war. Also das war schon, es sah verdammt nach Abseits aus, ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Da würde ich gerne wirklich nochmal drüber schauen. Vom Auge her, natürlich sieht man es als Abseits, aber ich würde es auch bei so einem Spiel auch als kein Abseits bewerten. Auf den ersten Blick dann. Ja, ist schwierig. Schwierig zu sehen, also war ein doofer Winkel für uns auch einfach, aber brauchen wir auch nicht mehr drüber reden. Rein in die zweiten 45 Minuten und jetzt einfach weiter dranbleiben, weiter fighten. Aufpassen, da ist auch einer verletzt, weiß nicht wer es war, und Anders geht direkt wieder nach vorne. Es fehlen so ein bisschen die Anspielstationen. Muss es ein bisschen ruhiger angehen. Angelinho verletzt. Jetzt der Ball über die Mitte. Der direkte Abschluss. Linde ist da. Die Ecke. Olmo auf den zweiten Pfosten. Wenn das Kopfballduell gewinnt. Wenn das Kopfballduell gewinnt, dann ist der drin. Genau. Eigentlich nicht schlecht aus. Es ist vor allem, es ist die die Eckenmöglichkeit, die du momentan halt noch hast. Ja. Richtung Kante laufen, vier Balken aufladen, zweiter Pfosten, dann musst du das Kopfballduell gewinnen. Wenn du das nicht gewinnst, natürlich, dann kannst du nichts mitnehmen, aber wenn du das gewinnst, dann ist das die Chance für einen Treffer. Stark verteidigt. Ja, stark verteidigt, aber jetzt nach vorne durch. Wobei, er muss sich auch nicht stressen. 2-1, 57 Minuten gespielt. Ist noch genug Zeit. Ball kommt an und der ist erst geblockt. Dann kommt eine Grätsche. Da regt er sich mit Recht auf, diese Grätsche. Stark. Verhindert das da noch, aber dann wieder den Ball gut abgefangen. Lücken finden. Das war nicht die Lücke. Da schafft es Impact, den Fuß dazwischen zu setzen. Auf den Außen.
Wieder kein Abseits auf den zweiten Pfosten und mit Schauner genau richtig reagiert. Und jetzt, ja, beide mit einer kurzen Pause, glaube ich, die ja, frische Leute, frische Kräfte bringen, frische Spieler. Und mal ganz kurz durchschnaufen. Anders kommt gerade nicht so nach vorne, kommt gerade nicht so durch, wie er sich das wünscht. Und das frustriert ihn. Boah, Impact kriegt aber auch wirklich jetzt die Bälle. Anders sucht, anders überlegt und Impact greift genau in dem Moment zu. Und der Ball ist wieder geblockt. Wieder den Fuß dazwischen. Stark rausgespielt von Anders. Auch da macht er es gut. Das ist ein wichtiger Rebound nochmal. Aber wohin mit dem Ball? Das ist eine gute Lösung. Jetzt durchstecken und wieder wird ihm der Ball vom Fuß geklaut. 70. Spielminute. So langsam könnten wir dann wirklich in die Pause hineingehen. Nochmal allerdings Christian Jud, ja, aka Impact. Jetzt den Ball. Schnell mitnehmen. Wo ist die Lücke? Nach vorne. Oh, das kann man auch mal so machen, wie das ein Anders macht. Und wieder kommt er nicht durch. Aber er kriegt nochmal den Rebound. Jetzt dazwischen. Jetzt dazwischen. Es gibt keinen Elfmeter und er regt sich da natürlich drüber auf, dass es, ja, dass das hier aus jedem erdenklichen Winkel probiert, aber eben nicht schafft. Nicht schafft. Aus jedem erdenklichen Winkel versucht er es, aber er schafft es nicht. Ja, und das ärgert ihn. Das ist nachvollziehbar. Ärgerlich, die abgeblockten Schüsse. In der Tat. In der Tat richtig ärgerlich und nachvollziehbar, dass er da auch drüber frustriert ist. Auch hier nimmt ihn an, aber kann ihn nicht weiter verarbeiten. Und jetzt muss er aufpassen, dass Impact dort nicht irgendwie noch mit rankommt. Keeper hat ihn. Schauner kommt raus. Jetzt den Ball einfach nochmal nach vorne. Frische Kräfte sind da. Möglichkeit bleibt weiterhin. Aber es ist natürlich frustrierend für Anders hier. Gut gespielt! Das ist so stark gespielt. Das ist so stark gespielt. Doch wieder verteidigt. Es ist klar, dass er da unzufrieden ist. 82. Spielminute. Auch hier wieder. Das ist. Ja, das kann nicht sein, ne? Er kriegt. Das sind wundervolle Bälle, die er sich dazu spielt, wo der Gegner eigentlich im Endeffekt gar nicht groß viele Möglichkeiten noch hat. Jetzt kommt er mit der Grätsche und deswegen kommt er wieder nicht durch. Das ist mehr wie nur verdient. Das war Abseits. Das ist mehr wie nur verdient und Anders verzweifelt an dieser. Oh mein Gott. An diesen Chancen. Gaucho versucht ihn zu beruhigen. Was vollkommen normal ist, was der will jedes Spiel gewinnen. Und ganz ehrlich, bei den Buden, die der da auf das Tor von Impact schickt, das der ist mit Feuer und richtig Herzblut dabei. Anki, genauso ist es. Genauso ist es. Der ist, ja, wie anders Druck machen kann und den schnell, wie schnell er den Ball gewinnt, ist krank. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn.
Und wieder gewinnt er diesen Ball. Wieder gewinnt er diesen Ball. Wird unter Druck gesetzt. Die Ballrolle. Und er kommt trotzdem wieder nicht ran. Das ist mehr wie nur frustrierend. Gerade eben für Anders. Er läuft aber natürlich jetzt auch all in. Das heißt, er wird dort den Druck mitnehmen müssen. Clever angewählt hier die Spieler. Dadurch nimmt er Impact so ein bisschen die Möglichkeit. Und Impact riecht natürlich jetzt die Chance hier. Wieder kein Abseits. Wieder kein Abseits. Chaun erklärt das Ding. Und dann wird es das allerdings wahrscheinlich gewesen sein. Chaun, Impact jetzt, ja, nur noch mit den Sekunden, die er rausnimmt. Anders verliert dieses Spiel. Aber da ist ganz viel Pech dabei. Da ist ganz viel Pech dabei.